Gude, Hessens höchste Spielklasse ist endlich zurück aus der Winterpause und das, wie soll es anders sein, direkt wieder mit sehenswerten Toren. Fernwald in Weiß ist vor der Winterpause mit 6 Spielen ohne Niederlage bis auf Platz 4 geklettert und möchte diesen gegen den abstiegsgefährdeten SV Hadamar festigen. Mukasa spielt zurück auf Torhüter Kleinheider. Getragen vom Rückenwind fliegt die Kugel weit, sie fliegt sehr weit und sie fliegt bis ins Tor. Wahnsinn! Da war keiner mehr dran. Pierre Kleinheider mit dem Torwarttor aus über 70 Metern. Schöner hätte sich Kleinheider den Wiederauftakt nicht vorstellen können. Direkt ein Kandidat zur Bude des Monats. Ein Traumtor pro Spiel reicht Fernwald aber nicht. Denn jetzt zeigt Solak, was passiert, wenn man ihm zu viel Platz lässt. Was eine Fackel! Das 9. Saisontor des offensiven Mittelfeldmanns kann sich sehen lassen. Waldorf mit 4 Winterneuzugängen in der Startelf zeigt sich jetzt auch offensiv. Die schlampige Rückgabe von Muhic erläuft sich Koch. Und Zuawi hat dann ein leichtes Spiel. Der Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeitpause. Ab der 54. Minute spielt Fernwald in Unterzahl, da Strack vom Platz gestellt wird, doch die scheint dem FSV nicht zu schaden. Siebert auf Hendrich. Der 21-Jährige lupft elegant zum 3:1. In der 84. zeigt Kleinheider nochmal, wie weit er den Ball schlagen kann. Burger nimmt den an. Solak. Wieder Burger. 4:1. Tore vorbereiten kann Solak noch besser als Tore schießen. Auf sein 9. Saisontor in Halbzeit 1 folgt jetzt seine 13. Vorlage. Auch in Unterzahl behält Fernwald die Oberhand und sichert sich Platz 4. Hadamar mit guten Ansätzen kämpft weiter um den Klassenerhalt. Weiter mit dem ersten Spiel nach der Winterpause am Freitagabend. Das ist für den FC Eddersheim gleichzeitig eines mit neuem Trainer. In der Winterpause hat sich der FCE von Cheftrainer Christian Lüllich getrennt. Grund dafür war die sportlich angespannte Situation. Eddersheim befindet sich im Abstiegskampf. Ausgerechnet jetzt geht es gegen den Tabellenführer. Frankfurt in Weiß kommt mit Tempo. Schäfer wird abgegrätscht. Klare Sache, Elfmeter. In Frankfurt die Paradedisziplin von Marc Wachs. 7 seiner 8 Saisontore hat der Kapitän vom Punkt erzielt. Und er macht auch den. Im Winter hat er seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Abermals zeigt Wachs, warum er als Führungsspieler so wichtig ist. Die Favoriten aus Frankfurt verwalten anschließend ihre Führung und gewinnen mit 1:0. Vom Spitzenreiter zum Schlusslicht nach Steinbach, das mit Erlensee einen Konkurrenten im Abstiegskampf empfängt und dringend gewinnen muss, um irgendwie noch dran zu bleiben. Die Anfangsphase gehört aber den Gastgebern in Schwarz. Damm bleibt standhaft, legt ab auf Wagner, der dann nur noch einschieben muss. Man muss ja nicht bei jedem Kontakt einen Elfmeter schinden. Schön, dass so viel Standhaftigkeit am Ende belohnt wird. Ein Rückschlag für den Tabellenletzten, der den Kopf aber nicht in den Sand steckt. Ein langer Ball reicht, um Erlensees gesamte Abwehr auszuhebeln und ein Kontakt reicht Haidarai, um eiskalt zu vollstrecken. Von Erlensee muss jetzt nochmal was kommen. Damm, Pass genau auf Nigisch, die erneute Führung für den FC und der bereits zweite Assist von Nico Damm.
Steinbach wirft jetzt alles nach vorne und Erlensee kann kontern. Julian Braun macht den Deckel drauf. Erlensee holt einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf und für den TSV Steinbach wird es immer finsterer im Tabellenkeller. Bayern Alzenau könnte mit einem Heimsieg die Tabellennachbarn aus Baunatal überholen und sich weiter Richtung sicheres Tabellenmittelfeld absetzen. Baunatal in Schwarz bringt einen ganz weiten Einwurf Richtung Strafraum. Da springt der Ball Fächer an die Hand. Schiedsrichter Safi entscheidet auf Strafstoß. Schäfer tritt an. Wolpert reagiert zu früh. Schäfer sagt Danke und verwandelt cool ins andere Eck. 1:0 für die Baunis. Nach dem Seitenwechsel stürmt der FCB. Zuckerpass auf Weiß. Alzenau gleicht aus. Wir springen in die 90. Spielminute. Freistoß für die Bayern. Der Ball landet bei Fächer. Der setzt den Lucky Punch. Lukas Fächer hat in der ersten Halbzeit noch den Elfmeter verschuldet. Jetzt entscheidet er das Spiel für sein Team. Bei so einer Wiedergutmachung wird ihm das sicher jeder verzeihen. Alzenau mit einem Last-Minute-Sieg überholt Baunatal und zieht weiter Richtung sicheres Tabellenmittelfeld. Weiter Richtung Spitzengruppe wollen Stadt Allendorf und Walldorf, die beide nach starkem Saisonstart vor der Winterpause haben federn lassen. Das Hinspiel war erst im Dezember und ging mit 5:1 an Walldorf und auch heute spricht erstmal vieles für die Gäste in Rot. Stadt Allendorf Satterow wurde nämlich Ende der ersten Halbzeit wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt. Velosa, Vogler völlig frei mit der Führung für die Gäste in Unterzahl. Wenige Minuten später gibt es eine Ecke für Stadt Allendorf. Ofori mit dem Ausgleich. Gleich drei Gegenspieler sind dran, aber keiner von ihnen geht zum Kopfball. Walldorf spielt eine ganze Halbzeit in Überzahl und macht zu wenig daraus. Die Partie endet mit 1:1 und beide Teams treten im oberen Mittelfeld auf der Stelle. Von diesem Unentschieden profitiert Hanau, die ebenfalls oben drin stehen und jetzt an Walldorf vorbeiziehen können. Gegen Weidenhausen in Grün kommen die 93er mit einem weiten Einwurf in den Strafraum. Kara mit dem 1:0. Die Adler antworten mit einem Eckstoß. Hanau klärt zunächst, doch der SVW bekommt einen zweiten Versuch. Kovjenic lässt sein Bein stehen. Imming nimmt an, Elfmeter für die Gastgeber. Tim Gonnermann mit der Chance zum Ausgleich. Verwandelt, eiskalt. Hessens ältester Fußballclub zeigt sich davon aber nur wenig beeindruckt und spielt direkt wieder nach vorne. Cem Kara aus der Distanz mit dem Doppelpack und der erneuten Führung nur eine Minute nach dem Ausgleich. Kurz vor der Pause gibt es nochmal einen Freistoß für Hanau. Kurz ausgeführt. Kaiser. Seine Vorlage verirrt sich ins Tor. Ein absolut kurioser Treffer, sicher auch begünstigt durch das holprige Geläuf. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich steht es jetzt 3:1. Und bei diesem Spielstand bleibt es auch. In der zweiten Hälfte lässt Hanau nichts mehr anbrennen und schließt weiter an die Spitzenplätze auf. Der SV Steinbach in Weiß hat in der Hinrunde viele überrascht und möchte das jetzt auch beim TuS Dietkirchen tun. Die bisherigen zwei Pflichtspiele der beiden Teams hat Steinbach beide verloren. Doch heute startet der SVS besser. Budesheim auf Paljatka 1:0.
Der 18-jährige Trainersohn macht genauso weiter wie vor der Pause und steht in seiner Lotto-Hessenliga-Premierensaison bereits bei 8 Saisontoren. Wir springen in die lange Nachspielzeit. Ganze 10 Minuten gibt es obendrauf. Grund dafür ist eine lange Behandlungspause nach einem Zusammenstoß von TuS-Keeper Bouillon und SVS-Spieler Wittke. Ecke Steinbach in Spielminute 90+4. Kurz ausgeführt. Reit spaziert entlang der Grundlinie und serviert für Halimi. Eine spannende Eckballvariante wird von Erfolg gekrönt, doch es sind immer noch 6 Minuten zu spielen. Spielminute 90+7. Dietkirchen wirft jetzt alles nach vorne. Zuckriegel-Volley zum Anschluss. Nach langer Verletzungspause zurückgekehrt, erzielt Dietkirchens Topscorer sein 15. Tor im 18. Einsatz. In den verbleibenden 3 Minuten probiert es Dietkirchen nochmal mit langen Bällen, kommt aber nicht mehr durch. Steinbach festigt seinen Platz im Mittelfeld und Dietkirchen zittert weiter um den Klassenerhalt. Im Kampf um den Klassenerhalt steht Waldgirmes aktuell ganz gut da. Das Team von Mario Schappert steht 5 Punkte über dem Strich. Zu Gast ist zum Jahresauftakt der Tabellendritte aus Friedberg. Auf dem Zettel sind die Gäste in Schwarz zwar die klaren Favoriten, doch vor Felix Erben ist aktuell keiner sicher. Der ligaweite Top-Torschütze ist die Lebensversicherung des SCW und erzielt sein bereits 18. Saisontor. Nach dem Seitenwechsel Ecke für die Gäste. Jikilmaz zieht ab und Imek fälscht ab. Per Kopf zum Ausgleich. Von diesem beflügelt gibt Türkgücü weiter Gas. Mit 2 schnellen Pässen geht es vors Tor. Da ist Michel 2:1. Der Top-Torschütze der Vorsaison vermiest dem aktuellen die Party. Auch in dieser Spielzeit steht Noah Michel jetzt bei bereits 15 Treffern. Mit diesem verhilft er seinem Team zum Sieg. Friedberg bleibt dran an den Aufstiegsplätzen. Wir beenden unsere Torshow mit dem Südgipfel. Der hat auch in der Tabelle Brisanz. Unter Flockenbach auf dem Relegationsplatz kann bei einem Sieg mit Griesheim gleichziehen. Die Viktoria wiederum möchte die Flockies auf Distanz halten. Ein echtes 6-Punkte-Spiel. Der Start gehört den Gästen in Weiß. Langer Ball auf Aikia. Der lässt alle ins Leere laufen und schließt ab zur frühen Führung. Nur 2 Minuten später stürmt wieder die Viktoria. Wieder Aikir, diesmal uneigennützig für Stumpf, der Routinier mit dem 2:0 nach nur 4 Minuten. Der SC überrollt die Flockies. Freistoß in der 29. Minute. Kazimi macht's direkt. 3:0. Was ein Start aus der Winterpause. Der Viktoria gelingt heute alles. Kurz vor der Halbzeitpause Ecke unter Flockenbach. Das ist ein Fall für Ex-Profi Nico Hammann. Da war keiner mehr dran. Ein perfekter Eckstoß. Der ehemalige Zweitligaspieler mit dem wichtigen Anschlusstreffer von der Eckfahne. Die aufkommende unter Flockenbacher Hoffnung erstickt die Viktoria aber im Keim. Der direkte Gegenzug. Aikia auf Stumpf. Der Ex-Profi auf der anderen Seite stellt den alten 3-Tore-Abstand wieder her. Stumpf feiert seinen Doppelpack, aber auch die Leistung von Emin Aikia möchte ich nicht unerwähnt lassen. 1 Tor und 2 Assists. Der junge Mittelfeldspieler ist heute on fire. Die Partie ist nach 45 Minuten schon so gut wie entschieden, doch auch nach dem Seitenwechsel ist die Viktoria noch nicht satt.
Aykir kann kontern, Schütz holt ihn von den Beinen, Elfmeter für Griesheim. Und obendrauf gibt's Gelb für Unterflockenbachs Rückhalt. Bender tritt an und verwandelt zum 5:1. Viktoria Griesheim mit einer Gala-Vorstellung lässt im 6-Punkte-Spiel nichts anbrennen und hält die Flockies auf Distanz. Die Ergebnisse im Überblick. Viktoria Griesheim beschließt den Spieltag mit dem höchsten Sieg des Wochenendes. Ansonsten ging es häufig eng zu. Ganze 5 Spiele enden mit maximal nur einem Tor Differenz. Neuhof gegen Gießen entfällt wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Frankfurt, dadurch jetzt mit einem absolvierten Spiel mehr als Gießen, baut seine Tabellenführung weiter aus. Hanau überholt Waldorf und klettert auf Rang 5. Alzenau bleibt auf der 10. In der zweiten Tabellenhälfte klettert Viktoria Griesheim durch den Sieg im Südgipfel auf Platz 11. Unterflockenbach bleibt trotz der Niederlage auf dem Relegationsplatz, spürt jetzt aber den Atem des punktgleichen FC Erlensee im Nacken. Schlusslicht bleibt Steinbach 2. Felix Erben trifft auch zum Jahresauftakt und bleibt damit führend unter den Top-Torschützen. Bereits am Mittwoch geht es weiter mit einer Mini-Torshow zum Nachholspiel Baunatal gegen Eddersheim. Bis dann!